Ich meine, du hast gerade ein Kind bekommen. Da ist es ganz normal, dass ich deine Maße ein bisschen verändert habe. Ich muss vielleicht erstmal wieder ein bisschen in Form kommen, aber das schaffe ich rechtzeitig zur Show. Ah, was war das denn? Das war dein kleiner Zeh, den du dir bei deinem Stunt gebrochen hast. Wie soll ich denn da in 2 Wochen bei der LTL-Show laufen? Daraus wird leider nichts. Wenn du Marsch zurückholst, tu ich doch, was du willst. Ja, Mann. Gräfin, hallo. Ja. Dort. Gerne. Ich dachte, das wäre eine ganz normale Abendveranstaltung, aber die zwingen mich hier, Kokain zu nehmen. Mach's dir bequem. Schreib doch mal auf, was du für Stoffe im Kopf hattest vorhin. Nichts. Du, schlaf ruhig weiter. Wir können ruhig morgen weiterarbeiten. Nacht. Was für hübsche Mädchen. Also der neue LCL-Stil gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich war schon immer der Meinung, dass sich Arbeit und Vergnügen nicht ausschließen müssen. Dann hoffe ich nur, dass die Modenschau hält, was unsere Vorverhandlungen versprechen, mein lieber Graf. Ich habe gerade blind Ihre halbe Kollektion gekauft. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Das will ich hoffen. Hm. Hörst du? Einfach aufhören. James, Entschuldigung, aber kein Blubberwasser für mich, nur für die Damen. Also ich könnte ja schon wieder. Eine zweite Runde? Mein lieber Herr Morsch, bei uns ist doch für alles gesorgt. Machst du mal eben. Das ist schön, das ist schön. Komm, Süße, ich geh einfach ins Beutelchen, ne? Ganz unkompliziert. Hä? Ah, ja, schön. Das hätte es unter den alten Herrschaften nicht gegeben, Sodom und Gomorra. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich wusste nicht, dass sich noch jemand hier unten befindet. Schon gut. Ja. Amüsieren sich die Herren noch? Oh, ich denke schon. Auch wenn mir diese Art von Vergnügung fremd ist. Sehr schön. Pardon. Ja, bitte. Ich verstehe. Die Security am Tor. Dort sind 2 Herren von der Kriminalpolizei, die eingelassen werden möchten. Ja, dann lassen Sie sie herein. Die Herren werden erwartet. Ja. Justus, Sie nehmen die Herren jetzt in Empfang und fragen, was Sie wollen. Sehr wohl. Hey, Jesse, wie lange noch? Wie lange willst du darauf noch rummachen? Nur eine halbe Stunde dann. Habe ich 837 Kalorien verbraucht und somit mein Tagespensum erreicht. Du bist doch schon über eine Stunde da drauf. Wegen dem Gequietsche kann ich nicht schlafen. Willst du nicht morgen weitermachen? Nein, in ein paar Tagen muss ich mein Idealgewicht erreicht haben. Du solltest überhaupt nicht weitermachen, sondern den Fuß schonen. Ich laufe jetzt erstmal bei dieser Show und bis dahin muss ich jetzt noch wirklich. Wenn du den Fuß weiter belastest, sag ich dir, als Arzt wirst du bald überhaupt nicht mehr laufen. Jetzt mach endlich Schluss. Ich bin ja gleich fertig. Aber ist der Job eigentlich wirklich so wichtig, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt und unsere, weil wir nicht schlafen können? Es geht doch hier nicht nur um den Job. Das ist meine große Chance. Ich kann ganz groß rauskommen und Maxi endlich mal was bieten. Du hast doch schon einen Job und bei dem verdienst du gar nicht schlecht. Ja, aber nicht im Entferntesten so viel wie für den Walk. Ja, und außerdem glaubst du, dass ich hier ewig in dieser Burg zu Hause möchte? Ja,
Frau gut zu helfen. Was ist passiert? Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Zuerst schlafe ich mit... Du hast mit Juri geschlafen? Nein. Mit wem dann? Mit niemand. Ich bin heute Nachmittag bei der Arbeit eingeschlafen. Und das hat Juri mitbekommen? Nein, das hat überhaupt nichts mit Juri zu tun. Ich habe versucht, ihn zu küssen. Du hast versucht, ihn zu küssen? Und? Nichts und. Ich habe ihn ja nicht geküsst. Ja, dann ist ja gut. Er ist eingeschlafen. Als du ihn küssen wolltest? Nein. Er ist eingeschlafen, dann habe ich mich über ihn gebeugt, dann wollte ich ihn küssen und hat er die Augen aufgemacht. Das war so peinlich. Gott, was mache ich denn jetzt? Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ganz mitkomme. Hat Juri jetzt mitbekommen, dass du ihn küssen wolltest oder nicht? Was soll er denn sonst denken? Meine Lippen sind 2 Zentimeter über seine. Oh Gott, ich kann den nie wieder unter die Augen drehen. Guten Abend. Guten Abend. Helmke, Kripo Düsseldorf. Ja, ich erinnere mich. Was kann ich denn für Sie tun? Und das ist der Kollege Schulze. Wir haben den Anruf einer Frau erhalten, die behauptet, dass sie auf ihrem Anwesen dazu genötigt worden ist, Drogen zu konsumieren. Das muss sich um ein Irrtum handeln. Und Sie haben überhaupt keine Vorstellung, wer uns da angerufen haben könnte? Selbstverständlich nicht. Ich weiß weder etwas von Drogen noch von irgendwelchen Personen, die derartiges hier konsumieren würden. Wissen Sie vielleicht was? Wie ich schon sagte, gibt es keine Drogen. Dann werden Sie sicher nichts dagegen haben, wenn wir uns persönlich mal umsehen. Martha ist einfach etwas durch den Wind. Das hat man gemerkt. Beim Rausgehen ja fast im Früh gefallen. Danke. Ist er nicht unglücklich verliebt? Hey! Hey! Was machst du denn hier? Oh, ich war nur kurz joggen und wollte schauen, ob Dana da ist. Wie joggen? Ich dachte, du musst deinen Fuß schonen. Oh, mein Zeh, der ist wieder in Ordnung. Der ist gebrochen. Meine Knochen wachsen immer wieder schnell zusammen. Was ich dich fragen wollte, kannst du heute Nacht Maxim zu dir ins Zimmer nehmen? Klar. Wo ist er denn jetzt? Bei Ricardo, aber der muss gleich ins Krankenhaus. Mhm. Das hast du vor? Ich wollte einfach nur eine Nacht mal wieder richtig durchschlafen. Du schläfst immer durch, selbst wenn Max dir. Kannst du mir nicht etwas hingefallen tun? Ja, schon okay. Du bist auch ziemlich blass. Hast du wenigstens was Richtiges gegessen? Ja, einen Karottensalat. Ja, was denn? Du hast gut reden. Wenn ich dein Waschbrett brauche, dann habe ich den Job bei Rebecca auch sicher. Du musst aber auch nicht gleich übertreiben. Du kannst doch einfach die nächste Show laufen. So, na klar. Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich werde selbstverständlich meinen Anwalt informieren. Tun Sie das, wenn Sie denken, dass Sie einen brauchen. Ich habe gerade mit einem Kunden den Abschluss eines Geschäfts gefeiert. Eine kleine Party, die aber ganz offensichtlich schon vorbei ist. Ansgar, was macht die Polizei hier? Später. Ach, weißt du was? Ich bin gerade so gut in Schwung. Ich glaube, ich laufe einfach noch eine Runde. Bist du wirklich sicher? Ja, klar. Wart nicht auf mich. Okay. Was ist? Willst du nicht joggen? Ja.
Aber vorher wollte ich noch ganz kurz für kleine Supermodels. Gut, viel Erfolg. Okay. Ich habe die Abrechnung gemacht und die Kasse geschlossen. Danke. Gut, dann. Ich muss bloß erklären. Einfach so tun, als wäre nichts passiert. Mache ich meine Augen auf und sehe plötzlich dieses Gesicht. Nee. Es klappt nicht. Du schaffst das. Einfach so tun, als wäre nichts passiert. Nicht zu mir nach Hause, wenn es zum Arbeiten und dir fällt nichts anderes ein, als mich küssen zu wollen! Du bist gefeuert! Kacke. Was hast du gegessen? Das klappt doch nie. Ja, also, mir ist selbstverständlich klar, dass Sie solchen Anschuldigungen nachgehen müssen. Aber wie Sie sehen, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Ja, dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Frau von Hartstein? Herr Helmke? Guten Abend. Ja. Ihnen auch. Justus? Wie kannst du diese Dinger nur rauchen? Kannst du mir das mal erklären? Ich konnte doch nicht zulassen, dass unser bester Kunde mit einem Callgirl auf dem Schoß und Koks unter der Nase bei uns erwischt wird. Ich habe in der Küche ganz zufällig mitbekommen, dass die Polizei vor der Tür steht. Also bin ich durch die Hintertür raus und habe mich dann durch den Geheimgang wieder zurück in die Bibliothek geschlichen. Während du die Polizei in Empfang genommen hast, habe ich Morsch und die Mädchen davon überzeugt, die Location zu wechseln. Wir fahren in 66. Oh Gott! Ich habe den Chauffeur damit beauftragt, sie alle am Geheimgang abzuholen. Dann habe ich noch ein bisschen hier aufgeräumt und den Rest kennst du ja. Ich sag's nur ungern, Tanja, aber Respekt. Ich schätze mal, Mosch wird mir ziemlich dankbar sein.
Vielleicht wird er vor lauter Dankbarkeit sogar seine Order verdoppeln. Das hast du gut gemacht. Sehr gut. Einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Martha. Das hat sich ja gelohnt gestern Abend. Der Entwurf ist geil. Bei dir alles okay? Ja, klar. Und bei dir? Danke. Ja, ich habe Ihnen schon eine Produktion gegeben. Jetzt müssen wir noch die Models aussuchen, die ihn auf der Show tragen. Okay, ich bin dabei. Also nicht beim Laufen. Ich bin kein Model, weißt du ja. Nein. Die sind doch alle wunderschön. Das ist ja das Problem. Nein. Nein. Sind sie dir zu glatt? Ich brauche keine Körper, ich brauche nein, Typen, Charaktere. Ich glaube, das ist aber jetzt unmachbar, noch so kurzfristig neue Models zu besorgen. Wir machen Streetcasting. Was? Wann? Jetzt! Jetzt? Ja. Ohne Kamera, wir treffen uns auf der Straße. Da. Ich wohne hier. Noch. Morgen. Ja, ich meine, was treibst du da? Ich koche Kaffee. Das habe ich halt auch noch nie gesehen. Warst du schon im Bar? Ja, war schon im Bar. Gibt's Kaffee? Da kümmert sich gerade Jessie drum. Wie geht's deinem Fuß? Hast du gut geschlafen? Alles gut, ich bin hier. Ricardo, machst du uns Omelette? Mhm. Bist du auch eins? Unbedingt. Was mit dir? Soll ich dir auch eins machen? Oh, nee, ich bleibe am Kaffee. Du solltest wirklich auch mal was essen. Ja, ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Also, ich meine, es ist genug für alle da. Ich kann dir wirklich eins machen. Also, ihr kapiert das nicht, oder? Ich will wieder auf den Laufsteg. Da hau ich mir doch nicht so ein fettiges Käseomelett rein. Das kannst du dir auch locker leisten. Du bist doch total schlank. Und so sollte es auch bleiben. Was wollte die Polizei denn gestern hier? Angeblich wurde gestern jemand auf dem Schloss genötigt, Drogen zu nehmen. Hast du mit dem Beamten gesprochen? Bella hat mir erzählt, dass Helmke gestern hier rausgeschmissen wurde. Mehr wusste sie anscheinend auch nicht. Gott, noch mal, können Sie nicht aufpassen? Verzeihen Sie bitte. Also, ich kenne nur einen in der Familie, der mit Drogen zu tun hat. Ich meine, hatte. Ich war gestern Abend nicht mehr hier. Hm. Tristan und ich waren zusammen auf einer Musical-Premiere. Und Rebecca hat bis zum Morgengrauen gearbeitet. Tja, und ich war mit Elisabeth in der Oper, bleiben also nur noch zwei Personen, die noch auf dem Schloss waren, nicht wahr? Was soll das eigentlich werden, ein Verhör? Jetzt sag doch mal, wo wart ihr? Was habt ihr denn so gemacht gestern? Ich würde sagen, wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder. Wenn dieser Kommissar irgendwas gefunden hätte, dann säße bestimmt einer von uns heute hinter Gittern. Wahrscheinlich war das irgendein Verrückter, der uns was anhängen wollte, hm? Ein Irrtum also. Na klar, was sonst?
Ja? Hey. Hey. Willst du nicht doch was essen? Nein. Doch nicht jetzt, wo ich mein Idealgewicht zurück habe. Gratuliere. Danke. Guck mal, meine Haut. Und meine Haare. Was ist damit? Es ist alles wieder perfekt. Dann kannst du jetzt vielleicht mit deiner Hungerdiät aufhören. Sag mal, hast du schon mal was von einem Jojo-Effekt gehört? Wenn ich jetzt was esse, dann gehe ich auf wie so ein Hefekloß. Jessica, langsam mache ich mir echt Sorgen um dich. Ach, das musst du nicht. Jetzt wird alles wieder gut. Jetzt, wo ich wieder modeln werde. Ich weiß, dass du das nicht verstehst, aber für mich ist das Allergrößte. Maxi kriegt endlich das, was er verdient hat. Aber Max hat doch alles, was er braucht. Ich könnte dir zum Beispiel auch dabei helfen, deine Schulden abzubezahlen. Das musst du nicht. Na, dann könnte ich mir Klamotten kaufen, Kosmetik. Und jetzt gehe ich zu LCL und sag denen, dass ich bei der Show laufen kann. Dann zieh. Ah, nee, ist nun ein bisschen eng. Dann nimm die Schuhe. Die sind viel bequemer. Den kann ich doch nicht zur LCL. Ja, nur bis zur Tür. Jessica, kein Model läuft in solchen hohen Dingern außerhalb der Show rum. Na gut. Aber nur bis zur Tür. Was mit der? Was mit der? Ah, okay. Entschuldigung. Hast du schon mal schlafen? Ich hab geträumt, meine Assistentin wollte mich küssen. Meine Beine. Jessica, was willst du von mir? Ich will für dich laufen. Pass auf. Ach so, du meinst bei der Show laufen. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Ich bin eigentlich als persönliche Assistentin angestellt. Aber ich habe vorgearbeitet und habe deshalb genug Zeit. Und ich habe mein Idealgewicht. Ja, das ist toll. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich kurz vor der Show nicht meine Models gebucht habe. Nein, aber du wusstest ja noch nicht, dass du mich haben kannst. Ja, es tut mir leid, aber dafür ist es jetzt zu spät. Aber Rebecca, ich bin das Gesicht von LCL. Ja, es tut mir wirklich leid, Jessica, aber ich habe noch einiges zu tun.
Ich kann dir das erklären. Du wolltest mich küssen. Was? Nein. Warum willst du es mir dann erklären? Ich wollte dich nicht küssen. Ich habe mich über dich gebeugt, weil du auf meinem Stift lagst. Das ist mein Lieblingsstift. Das ist so eine Sache, weißt du. Ich gehe ohne diesen Stift nie aus dem Haus. Dieser Stift lag vorhin noch auf meinem Bürotisch. Ach echt? Dann haben wir ja beide den gleichen Stift. Weißt du, Martha, ich habe irgendwie gedacht, dass du so ein unschuldiges und nettes Mädchen bist. Jetzt stellt sich raus, dass du nicht nur mit dem Mann deiner Cousine geschlafen hast, jetzt willst du auch noch mit mir schlafen. Nächstes Mal, wenn ich bei mir zu Hause einschlafe, neben dir muss ich aufpassen, dass ich nicht aufwache und ich bin nackt, gefesselt auf meinem eigenen Bett. Wie sollen wir denn so weiterarbeiten, wenn du mir ständig auflauerst? Also, jetzt reicht es aber. Ich bin überhaupt nicht verliebt. Du bist überhaupt nicht mein Typ, das geht überhaupt gar nicht. Und das mit Emilio, das war eine einmalige Sache, ja? Ich schlafe normalerweise nicht mit Männern, in die ich nicht verliebt bin. Ja. Bist du nicht verliebt? Was? Nein! Das geht doch gar nicht. Ich bin in jemand anderen verliebt. Ja. Den kennst du nicht. Ich auch nicht. Also, ich meine nicht so genau, weil wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt. Ja. Im Internet. Ja. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Auch schon egal. Justus, ich würde Sie gern kurz sprechen. Was kann ich für Sie tun, Graf? Ach, nur kurz. Was wissen Sie eigentlich über den Besuch der Polizei gestern? Sie haben die Beamten noch eingelassen. Das ist korrekt. Und dann? Sie baten darum, sich umsehen zu dürfen. Und? Jetzt kommen Sie schon, Justus. Sie wissen doch am allerbesten, was hier auf Königsbrunn vor sich geht. Was hat Ansgar getrieben? Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen darüber keine Auskunft erteilen. War er im Salon? Wer war bei ihm? War da vielleicht die Frau, die die Polizei verständigt hat? Graf, ich kann es Ihnen nicht sagen. Okay. Okay, ich kann verstehen, dass Sie sich uns und natürlich auch Ansgar gegenüber moralisch verpflichtet fühlen, aber ich versichere Ihnen, das, was Sie hier sagen, das bleibt ganz unter uns. Bitte, Graf. Bitte, ich kann wirklich nichts sagen. Verstehen Sie doch. Die Loyalität gegenüber den Herrschaften, das ist die höchste Pflicht eines jeden Butlers. Ich würde mich Ihnen gegenüber ganz genauso verhalten, glauben Sie mir. Entschuldigung, hast du schon mal eine Model? Nee. Würdest du dir was ausmachen, wenn wir ein paar Fotos machen? Hättest du Lust? Ja. Ja? Ja. Okay. Du hast auf meinem Stift gelegen. Was für bescheuert. Einmal hochhalten. Okay.
Okay, ja, sehr schön. Schön, jetzt kannst du unterhalten. Wie ist er denn so? Wie ist wer? Dein Internetfreund. Nett? Nicht so sexsüchtig wie du. Nein, und ich bin auch nicht sexsüchtig. Das ist ein ganz normales Datingportal, wo wir uns da getroffen haben. Da haben wir uns kennengelernt und ich habe mich in ihn verliebt, weil er schöne Augen hat. Er hat kurze Haare, ist groß und eine Brille. Auf die andere Seite, danke. Wie heißt er? Jakob. Erzähl doch mal was von deinem Jakob. Er ist nett. Er ist aufmerksam. Ist einfühlsam. Er fragt mich, wie es mir geht. Und das nicht nur so als Floskel. Ja, er liebt Tiere und Kinder. Und er setzt sich für den Umweltschutz ein. Er ist Arzt. Und er hat auch schon im Krisengebiet gearbeitet. Und obwohl er schon so viel Elend gesehen hat, glaubt er immer noch an das Gute im Menschen. Er hat einen wunderbaren Humor. Er bringt mich ständig zum Lachen. Er ist einfach wunderbar. Er fühlt, was ich sagen will, bevor ich es denke. Das ist der Wahnsinn. Glaubst du mir nicht? Glaubst du, ich habe das alles nur erfunden? Hast du? Nein. Danke, wir melden uns. Danke. Alles Gute. Danke. Ah, danke. Ah, warte. Deine Adresse und Telefonnummer brauche ich noch. Ah, perfekt. Dankeschön. Was soll das heißen, Juri Adam ist nicht zu finden? Ach, raus! Tja, wie war das noch? Frei wie ein Vogel und niemanden Rechenschaft schuldig. Doch, meine Liebe, mir schon. Sebastian scheint auch nicht mit Pünktlichkeit zu glänzen. Können wir nicht einfach ohne die beiden anfangen? Ich habe noch einiges vorzubereiten und dementsprechend nicht viel Zeit. Ja, meinetwegen, fangen wir an. Wie schön, du bist unpünktlich. Ich wollte gerade anfangen zu erzählen, dass es uns gelungen ist, Herrn Mosch doch noch zu überreden, an der Show morgen teilzunehmen. Dass sie bereits einen Vorvertrag unterschrieben hat und dass er höchstwahrscheinlich seine Bestellung aufstocken wird. Ist ja toll. Ja. Und da Herr Mosch, unser wichtigster Einkäufer, ein großer Fan der klassischen Linie ist, für die Rebecca und Tanja verantwortlich zeichnen, habe ich mich entschlossen, das finale Kleid doch aus dieser Linie kommen zu lassen. Yes. Gratuliere. Hey. Willst du noch immer laufen? Ich brauche eine schnelle Antwort. Ich dachte, du hast alle Models schon gebucht. Der Ablauf hat sich geändert. Ich werde das Finalkleid präsentieren und dafür brauche ich ein zusätzliches Model mit Idealmaßen. Und? Willst du laufen oder nicht? Ja, ich will. Gut, dann geh schon mal im Backstage-Bereich, lass deine Maße nehmen. Dann werden wir sehen, ob du mir nicht zu viel versprochen hast, ne? Bis später. Ich habe gerade 1500 Kalorien verschlungen. Thank you.
Ja, also damit sind wir durch. Schön. Ich habe noch einen Punkt. Sebastian, wir haben wirklich alle Hände voll zu tun. Setz du dich bitte wieder hin. Worum geht's denn? Um euch beide. Also, wenn es private Dinge sind, sollten wir die vielleicht verschieben, ja? Tanja, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Auf einer Skala von 1 bis 10? Okay. Was hast du denn auf dem Herzen? Naja, es war nicht besonders schwer, 1 und 1 zusammenzuzählen. Tristan erhält Karten für eine Musical-Premiere. Ich selbst erhalte Karten für die Oper. Und während der Großteil der Familie außer Haus ist, macht die Polizei eine Drogenrazzia. Falscher Alarm. Das hatten wir doch schon. Und jetzt verkündest du stolz, dass dieser Mosch doch noch im großen Stil ordert. Wobei der doch bislang noch nicht mal einen Vorvertrag unterzeichnet hatte. Und? Na komm schon. Was habt ihr mit ihm gemacht, damit er seine Haltung ändert? Kleine Privatparty? Paar Mädels? Bisschen Koks? Mal ganz abgesehen vom illegalen Besitz und Konsum von Drogen. In meiner Welt heißt das Korruption. Um mal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dir eine 7 geben, vielleicht eine 8. Wisst ihr, ich habe nicht erwartet, dass ihr irgendwas zugebt. Aber das ist genau euer Stil. Eure Art von Geschäftsgebaren, die mich schon immer dermaßen angewidert hat. Ich werde euch im Auge behalten. Donnerwetter, dein Seppel behält uns im Auge. Er ist nicht mehr mein Seppel. Ich spiele jetzt bei dir mit im Team. Boxen. Deine Maße sind wichtiger als dein Gewicht. Einmal Arme hoch. Perfekt. Du musst dich ja echt ins Zeug gelegt haben. Es gibt nicht viele Models, die nach der Schwangerschaft gleich wieder ihre Maße haben. Du weißt ja, wie wichtig mir der Job ist. Bevor ich dir den Vertrag gebe, würde ich dich aber gerne noch laufen sehen. Kein Problem. Gratuliere, du hast den Job. Echt? Danke. Bitte. Ich will die 17, die 9, 68, 75. Ruf die bitte an und bestell sie her. Klar. Hier. Jessica hat angerufen. Sie ist total aus dem Häuschen, dass sie morgen die Show laufen darf. Toll. Und bei dir so? Oh. Ich habe mitbekommen, dass du ihn küssen wolltest. Und was jetzt? Jetzt muss ich einen Freund finden. Ja, einen gut aussehenden schwarzhaarigen Arzt, der Kinder und Tiere mag und sich für die Umwelt engagiert. Ich musste mich da irgendwie da rausreden, warum es total absurd war, dass ich ihn küssen wollte. Dann habe ich ihm behauptet, ich hätte jemanden im Internet kennengelernt und hätte mich verliebt. Hat er dir das abgenommen? Hätte ich vermutlich auch nicht. Jetzt hilft mir noch eins. Und was? Ihm gestehen, dass du dich in ihn verliebt hast, oder was? Nein. Ich muss darauf hoffen, dass er es einfach vergisst. Und wenn er es nicht tut,
Dann muss ich halt diesen Arzt finden. Ich meine, es wird doch wohl irgendwo auf der Welt so jemanden geben. Ich habe ja auch schon sowas Ähnliches gesehen. Du hast doch gerade gesagt, du hast ihn nur erfunden. Ja, aber was soll ich denn machen? Wenn Juri mich ständig danach fragen wird, dann bleibt mir vielleicht nichts anderes übrig, als mich wirklich in dieser Partnerbörse anzumelden. Kann ich dir helfen? Möglicherweise. Ich fand ja schon immer, dass Erfolg dich ziemlich anziehend macht. Dann wäre doch jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um sich ein bisschen zurückzuziehen? Um dir zu sagen, dass ich in Zukunft Privates und Berufliches voneinander trennen werde. Gibt's da Unterschiede? Möglicherweise. Wenn du es rausfinden möchtest, ich bin in meinem Büro. Machst du dir eigentlich keine Gedanken wegen Sebastian? Warum? Selbst als ihr noch liiert wart, bist du mit mir ins Bett gestiegen. Ich meinte eher, dass er was gegen uns in der Hand haben könnte. Da verlasse ich mich drauf, dass du das verhinderst. Kannst du. Das heute war fast wie früher. Du wirst bald gar nicht mehr wissen, wie du jemals ohne mich ausgekommen bist. Ich wusste, dass ich die Quälerei lohnen würde. Und jetzt bin ich endlich da, wo ich hingehöre, auf die Laufschläge dieser Welt. Dass du mich unterstützt hast und an mich geglaubt hast. Ach Quatsch, das hast du ganz allein geschafft. Du hast echt einen eisernen Willen bewiesen. Stimmt, den habe ich. Wenn ich was wirklich will, dann schaffe ich es auch. Klar. Was denn eigentlich mit deinem Fuß? Ach, mein Fuß? Den spüre ich gar nicht mehr. Ich habe eine Tablette genommen. Du weißt aber schon, dass du ihn nicht auf nüchternen Magen nehmen sollst. Ne? Ja, nach der Mundschau, da wäre mich sowieso schon. Alles in Ordnung, du siehst blass aus. Alles in Ordnung? Ja, du, ist alles. Jessica!